Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Seasons. Und mir ist tatsächlich im Schnitt aufgefallen, ich habe den Müll verkauft, Leute. Oh, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Vor allem, weil ich so die ganze Zeit das Müll aufbewahrt habe. Und dann ist es weg. Ist schon geil. Warte mal, findet heute nicht ein Fest statt? Heute findet ein Fest statt, ne? Ja, tatsächlich, das Kuhfest um 10 Uhr. Dann werden wir jetzt, also bekommen. Wir werden nochmal hier, genau. Düngen machen hier und so. Ihr wisst Bescheid. Welche von denen hatte ich eigentlich einmal? Ich glaube nur die hinteren, ne? Bin mir aber nicht sicher, welche ich davon immer favorisiert habe, beziehungsweise welche ich davon hochzüchte. Naja, auf jeden Fall werden wir gleich am Kuhfest teilnehmen. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. So, die sind auch bald fertig, hoffentlich. Also die sind fertig. Ernten wir mal. So, einer von diesen China-Kohlen müsste richtig, genau, 3 Sterne. 2,5. Und den müssen wir mal eben umwerten, ne, zu Dingens machen. Zu 2,5 Sterne China-Kohl. Stuff. Ich hoffe, das reicht jetzt noch für den Rest des... Ich behalte mal ein, vorsichtshalber. Ich hoffe mal, das reicht. Wo bist du? Da. Oh nein, ich bin nicht mehr krank. Es ist nur ein leichter Nebeneffekt in meiner Stimme noch. So, genau. Ich wollte den Rest der China-Kohl verkaufen. Zack. Da kümmern wir uns nochmal einmal ganz kurz um unsere schönen Kühe. Nicht wahr? Mit denen sollten wir ja... Ich glaube, ich muss eine Kuh wahrscheinlich gleich aussuchen, ne? So. Holen wir noch so Milch. Milch, da. Ich glaube, Kühe sind tatsächlich am leichtesten aufzuwerten von den Herzen her. Ich meine, da kann man so viel mitmachen. Wir können die bürsten, wir können die melken. Und wir können mit denen reden, genau. Und wir können denen Kekse geben. Das sind ganze 4 Interaktionen. Also wenn man da nichts Gutes rausbekommt, habe ich keine Ahnung. Nicht wahr? Was machst du da? Hallo? Y hochheben. Komm mal weg hier. Abwerfen. Hier, kriegst du einen Snack. Man sieht sich. Gut, um 10 ist das auf dem Harappa-Platz. Dann machen wir kurz mal ein Nickerchen bis dahin und dann... Gehen wir mal hin und gucken, was das Kuhfestival ist. Was da überhaupt stattfindet. Oder wird vielleicht nur die hübscheste Kuh bewertet. Ich habe keine Ahnung. Das scheint so. Gut, dann geben wir erstmal hier Kekse an die Leuten und dann... Ja. Und bitteschön, haben wir doch gern gemacht. Damit wir auch das erledigt haben. Ja, ist okay. Hier. So, Serena kriegt auch nochmal einen Keks. Müssen bald wieder neue Kekse kaufen. Neue Tierkekse. Ja, ja, ja. Warte mal, für dich habe ich doch extra Pudding. Warte, ihr habt doch extra Pudding, da. Hi. Für die gibt es einen Pudding, ja. Die anderen kriegen halt einfach nur billige Tierkekse, ne? Die beiden muss ich unbedingt mal aufwerten, aber die sehen halt so ähnlich aus. Ich weiß nicht mehr, wer ist, wenn die eine vorbeilaufen. Das macht es halt unnötig verkompliziert, ne? Aber ist ja auch egal, kriegen ja eh alle das Gleiche. Ne, alter Mann? Na, der hat das wieder vergessen, sowieso.
Dem ist es egal, ob wir jeden Tag das gleiche schenken. Er freut sich immer wieder aufs Neue. Das ist halt der Alzheimer, ne? Genau. Ich wollte eigentlich mit dem Professor erst reden, aber mit dem Arzt, aber dann halt nicht. Bitteschön. Ja, du auch, du neureicher Bengel. Und hier, Dicker. Nimm mich nicht, Dicker. Dicker. Raviola. Hier, auch ein Tierkeks. Ja, ist schön. Labert mich doch nicht immer alle dicht. Ich weiß, ich muss mit denen reden, damit die Herzanzahl steigt, ne? Harmon, du weißt das. Du schleimst doch eh überall ein. Er ist halt so ein kleiner Schleimer irgendwie, Herr Harmon, ne? Ich weiß auch nicht. Hier, Penta. Bitteschön. Schieb die jetzt sonst wohin. Alter, ich hab bald keine Kekse mehr. Ich brauche unbedingt neue. Nein, die haben schon geredet. Sei nicht so penetrant zu mir. Hier. Bitteschön, Doraemon. So, jetzt hier wird's auch ein Keks, ja. Ja, wenn ich drauf bestehe. So, erzähl mal. Heute ist der Kuhwettbewerb. Hast du eine Kuh mit Siegespotenzial? Natürlich. Ja, Spongy, Alter, der hat hier 4,5 Herzen. Also wenn Spongy nicht gewinnt, habe ich keine Ahnung. Also immer echt. Oh, schon wieder diese Leute, die werden nicht cheaten doch. Willkommen Leute, der Kuhwettbewerb beginnt bald. Hey, die sehen alle gleich aus, also. Lasst mir euch die Jororen zu präsentieren, als ob der Arzt Ahnung von Kühen hätte. Zuerst unser Arzt, Dr. Rokondo. So viel muntere Kühe heute. Welches die gesündeste? Als nächster Besitzer des Viehhandels. Tschu. Es wird nicht leicht, die Siegerin unter den Kühen zu bestimmen. Hey. Der Sieger. Nun ist es an der Zeit, die Kandidaten vorzustellen. Ja, die aus der Nachbarschaft. Ja, ich weiß. Herr Bärhaut aus der Stadt und seine Kuh Maria. Nun Peter seine Kuh Spongy. Aurin von auswärts und seine Kuh Mudorna. Nun, da wir die Kandidaten kennen, beginnen wir mit der Bewertung. Rokondo, Ju, ihr seid dran. Oh Mann, das kann ja was werden. Sieht aus, als wäre die Bewertung vorbei. Zeit für die Ergebnisse. Zuerst unser Drittplatzierter. Bronze geht an. Oh, bitte nicht schon wieder. Aurin und Mudorna. Ja, nice. Ich bin mal nicht der Letzter. Ihr kennt euch noch nicht so gut. Sprecht jeden Tag mit ihr. What the fuck? Warum sollte er jeden Tag mit seiner Kuh sprechen, nur weil sie sie nicht gut genug kennen? Ich schlage vor, nächstes Jahr gibst du alles. Ja, genau, Aurin. Als nächstes unser zweiter Platz. Dafür nur Peter und Spongy. Ey, cool. Knapp daneben ist auch vorbei. Verbringen wir Zeit mit ihr. What the fuck? Nein. So knapp. Gib alles nächstes Jahr zu gewinnen. Und nun, wer hat den Ruhm und die Ehre des ersten Platz sein? Ja, das ist der Typ da. Die Goldmedaille geht an. Naja, Bär haut out Maria. Ja, nice. Das ist super. Hehe, diese Kuh wurde gehegt und gepflegt. Das merkt man. Unser Sieger erhält dieses Gedenkpokal als Preis. Und was kriege ich? Also, Damen und Herren, eine Runde Applaus für den Sieger. Damit endet unser Kuhwettbewerb. Ihr habt euch mühelos geschlagen. Auch wenn ihr heute nicht gewonnen habt, das nächste Jahr kommt. Weißt du, ich bin Zweiter geworden, trotzdem kriege ich einfach gar nichts. Ich kriege einfach nur einen Arschtritt. Toll. Also, mir echt jetzt. Hat heute überhaupt noch was auf? Das ist die Frage. Ich würde gerne neue Tierkekse kaufen. Ich glaube, es hat alles schon zu, oder? Warte, was sagt die Uhr? Es ist Sonntag. Nee, die haben noch auf. Nice, dann gehen wir mal Tierkekse kaufen. Ja. Gib mir Tierkekse. Wobei, ach, die hat keine Tierkekse. Das war ja die Farm, ich weiß. Ah, stimmt ja. Und die Hühnerdings. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal hier Weizen kaufen. Wenn die haben die auf, lass, komm. Ich möchte die unbedingt. Sonntags bis 22 Uhr haben die auf, Alter. Was? Hey. Ja, ich würde gern Zutaten kaufen. Und zwar Weizen. Und zwar alles, was ihr habt. Ja, gib her. Baller mein Geld. So, dann lasst mich jetzt in Frieden. Weizen ist schön. Weizen ist toll. Jetzt habe ich mein Geld verballert, obwohl ich Tierkeks kaufen wollte. Das ist auch mal sehr nice zu wissen. Nein, wie auch immer. Ihr werdet ja gleich erfahren, wie wir schnell Geld bekommen, ne? Ich meine, hallo. Und wir sollten mal die kurze Eier holen. Das sollten wir auch noch machen.
Und mit dem Geld, ey, weiß ich schon, was ich ganz genau anstellen werde. Ich werde hier die Farm verschönern, weil das ist echt, das wird auch mal langsam Zeit. Geh auf, weg da. Dummes Huhn. So, letztes Mal habe ich ja einen Fehler gemacht und es einfach in den Ofen geschmissen, die Scheiße. Dabei habe ich doch hier Rezepte. Nee, ich darf. Ah. Erstmal. Ich will ja nicht wieder Fehler machen. Ich will den Weizen ja nicht einfach so in den Ofen schmeißen. Ich glaube, das ist ja fair. Das ist nicht ganz so gut. Prüfen. Lege Mais, Lager, ja. Ich habe hier nämlich, wo ist das? Da. Geh weg, du Dicker. Alles. Ja. Und hier auch noch. Zack. Und irgendwo doch noch mehr. Ich habe doch drei Dinger gekauft, genau. Und zack. So. Mit diesem Mehl gehen wir in unsere schöne Behausung rein, gehen zum Dingens und machen natürlich nach Rezept, nicht improvisieren. Und machen daraus Brot. Das gute Brot. Ja, ich möchte Brot herstellen. Brot hergestellt. Und ich habe natürlich noch mehr. Noch viel mehr. Weiter. Ja, komm. Gib her den Shit. Brot hergestellt. Noch mehr. Noch mehr. Ich kann daraus Brot machen. Nudelholz ist schon auf Stufe 5. Alter, was? Wie schnell geht denn das? Ja gut, bei solcher Menge an Brot, die wir da herstellen. So. Wir haben das gute Brot, also schon 2,5 Sterne. So, das legen wir natürlich erstmal hier schön in die Truhe, in die Box. Kiste öffnen. Brauchen wir ja nicht, ne? Zack, zack und zack. Dann tun wir nochmal das Rest im Lager. Ich meine, das brauchen wir nicht. Die Milch tun wir im Kühlschrank. Und die Eier auch. So, und dann gehen wir pennen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tierkekse jetzt. Wir müssen auf jeden Fall Tierkekse kaufen. Ich hoffe, die haben Montag offen. Gehen wir natürlich als erstes mal hin. Na, wobei, wir müssen ja bis 18 Uhr pennen. Wir müssen ja, ich habe ja kein Geld. Oh, komm. So vergeht auch so ein Tag, ne? So, wir kriegen 49.470. Ja, kann man mal machen, ne? Dann werde ich mal einen Tag damit verbringen, mal einfach mal die ganzen Schüssel zu verkaufen. Einfach mal was zu backen und so. So, die haben Montag erst um 15 Uhr auf. Schiss. Ja. Das ist natürlich super. Sag bloß, ihr habt auch zu. Mutter, oh meine Güte, ja, ich brauchte halt Geld, es tut mir leid, Leute. Gut, dann ist das halt ein Tag, den wir überspringen können, oder, Leute? Das ist auch ein Tag, den man überspringen kann. Ja, es ist nichts los. Ja, wir müssen überspringen einfach mal den ganzen Tag jetzt. Ist ja nicht schlimm, kann man mal machen. Kommt ja nicht jeden Tag, jedes Mal so vor. Tag 18, Dienstag, Montag, Monat, Winter. Ach ja, so. Jetzt aber. Jetzt mal gucken, wann die genau aufhaben. Die fangen um 9 Uhr. Dienstag haben die zu. Okay, da, oder? Dienstag haben die auch zu, ne? Geschlossen, Donnerstag, Freitag. Was ist mit Dienstag? Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Was ist Dienstag? Wo ist Dienstag? Geöffnet am Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag. Geschlossen am Donnerstag und Freitag. Wo steht denn was von Dienstag? Existiert Dienstag für die nicht?
Hä? Da steht kein Dienstag. Bin ich dumm oder so? Da steht geöffnet Donnerstag. Geschlossen Donnerstag. Die meinen wahrscheinlich Dienstag, ne? Ach, keine Ahnung. Komm, wir gehen jetzt zum hierhin, genau. Wann haben die offen? Ich möchte jetzt irgendwie nicht reinlaufen, wenn da nichts passiert. Dienstag um 9. Guck mal, da steht Dienstag. Wann um 9. So. Wir brauchen neue Tierkekse. Ah, schön. Schöne Helligkeit. Hey. Oh nein, es passiert was. Hi, Bull. Hey, Zu. Oh, hallo, Nobita. Guten Morgen. Was hast du denn hier? Oh, hi, Black. Hab ich gar nicht gesehen. Hey, guten Morgen euch allen. Guten Morgen. Was machst du hier, Blake? Sollst du nicht arbeiten? Eigentlich wollte ich sehen, ob ich hier arbeiten könnte mit euch. Du willst was? Er sagt, er will uns helfen, Schatz. Nun, wir könnten ja schon jemanden gebrauchen. Ach was. Und letztes Mal, wo ich gefragt habe, da war es plötzlich, war dir zu viel oder was? Sicher, dass du gerade nichts zu schmieden hast, Blake? Sonst wäre ich nicht hier. Bist du wirklich sicher? Also absolut sicher? Los in die Arbeit. Sattel das Arbeitspferd hier und los geht's. Ich sage es zwar nur ungern, aber für heute sind wir fertig. Du machst Witze. Opa, Oma, ich gehe mit Babsi spazieren. Oh, hallo Nubita, hi Black, hey. Guten Morgen, Rambi. Guten Morgen. Oh nein, warum sieht Blake so geknickt aus? Nun, Schätzchen, er wollte Helfer, aber es gibt keine Arbeit für ihn. Und er war doch so motiviert. Ich weiß, Blake, du kannst mir helfen, mit Babsi Gassi zu gehen. Wer ist Babsi? Meine beste Freundin, ein süßes kleines Schäfchen. Gute Idee, mit Tieren zu spazieren gehört zu unserer Arbeit hier. Also zählt das als Arbeit? Ich bin dabei. Und nun ist Blake wieder gut drauf. Ich hol Babsi. Hier ist sie, sag hallo zu Babsilein. Guten Morgen, du Krümel. Was? Du Krümel. Genau. Du Krümel. Hey, sie grüßt dich auch. Blake, was ist denn los? Meine Güte. Du hast doch nicht etwa Angst vor Tieren, oder? Also, sieht ganz danach aus, ja. Wirklich? Warum bist du denn überhaupt hergekommen? Hört mal, es tut mir leid, okay? Lel. Warte, Junge. Es gibt doch auch noch andere Aufgaben hier. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand vor einem Lamm Angst hat. Blake ist immer vor einer Überraschung gut, was? Dann gehe ich besser selbst mit Babsi spazieren. Pass auf die auf. Werde ich. Bis dann, Nobita. Bis bald. Ich hätte jetzt gern Tierkekse. Dafür bin ich extra hergekommen. Jetzt mach doch nicht diesen Move. So. Ja, bin ich immer fies geworden. Ich würde gern Werkzeuge kaufen, und zwar Tierkekse. Ganze 99 Stück wieder. Ich kaufe einen Laden leer. So, die möchte ich gerne behalten. So. Einmal kurz umdrehen. Jetzt hat sie wieder vergessen, warum sie hier steht. Und jetzt kriegt sie einen Tierkeks. Nein. Ich habe ein Geschenk für dich. Guck mal, habe ich extra gebacken für dich. Danke. Dieser alten Menschen hier, ne? Genau, wir gehen jetzt nochmal zu Dingens. Kaufen nochmal Weizen. Ja. Das wird so ein Part. Aber das ist die letzte Amtshandlung hier. Für heute. Einmal das Zeug verkaufen. Haben die erstmal heute auf. Das ist halt natürlich das Wichtige. Bevor ich das alles zum Mehl verarbeite. Die haben Dienstag um 12 auf. Okay, gut. Ich sollte hier nicht. Warum nicht? Mach ein Nickerchen. Komm, geh schlafen. Wir brauchen sehr viel Kohle. Denn ohne Moos nichts los. Und dann gehen wir nächsten. Ja, erstmal hier. Ja, guck mal hier, bitteschön. Mach ich doch gerne. Ja, hier, kriegst auch einen Keks, du Fettsack. Bitteschön. Neuer reicher Bengel, hier auch. Du willst wahrscheinlich keinen Keks, ne? Nee. Gut, Mampf, wolltest du etwas? Ja, ich würde gerne Zutaten kaufen, und zwar Weizen. Und zwar natürlich so viel, wie ich tragen kann. Das ist kein Cheat, was ich hier tue, Leute.
Das ist ganz legal, auf herkömmlichem Weg Geld farmen. Und nein, das ist kein Betrug, ja, das ist kein Betrug. Das hat mir jemand, das wurde mir sehr oft in die Kommentare geschrieben. Ich glaube 2 oder 3 Mal sogar, von verschiedenen Leuten. Dementsprechend ist das ganz normal. Wenn Leute das schreiben, dann ist das, gehört das zum Spiel dazu. Dann wollen sie, dass ich das auch mache. Die wollen ja auch natürlich, dass meine Farm immer schöner wird. Die wollen, dass ich mir was Cooles aufbaue. Einfach mal so, ja, irgendwas Cooles mache, ne? So, jetzt gehen wir erstmal, warte mal, wo ist, ja genau. Genau, so, warte mal, Weizen hier. Alles, zack. Ach, das ist toll. Mache ich daraus gleich schön Brot. Na, ich weiß, ich habe einmal verdrückt, ich weiß. Ich muss natürlich erstmal ausrüsten. So. Ja, ja, komm, mach. Und das Geld wird immer mehr, immer mehr. Bin gespannt, wie viel Geld man insgesamt eigentlich raushauen kann, wenn man es gleich morgens seinen ganzen Beutel voll hat mit Mehl. Da bin ich gespannt, wie viel wir daraus hauen, wie viel Geld wir damit dann bekommen würden. Das probiere ich auf jeden Fall nochmal in irgendeinem Part mal aus. Aber jetzt machen wir erstmal Brot daraus. Nein, das ist kein Brot. So. Tada, Brot hergestellt. Noch mehr. Dass man halt nicht gleich alles auswählen kann, ne? Ja. Nach Rezept. Brot. Ich will Brot haben. Brot. Brot. Genau, Brot. Einfach nur Brot. Jetzt gib her den Schüssel. Oh, das dauert aber auch lange, ne? Oh, ich glaube, das mache ich nicht so oft in einem Part. Ich glaube, das mache ich immer, nachdem ich hier fertig bin. Aber gut, einmal will ich das halt zeigen, ne? Einmal kann man es ja mal machen. Ja, bitte, nach Rezept. Und uff, wir haben das ganze Weizen jetzt zu Brot verarbeitet. Dann gehen wir jetzt zu Dingens, legen es da rein und dann pennen wir mal bis 18 Uhr und dann werde ich gleich offscreen noch nach dem Part noch hier die Farm bewirtschaften. So, ich bin gespannt, wie viel Geld wir bekommen. Wir bekommen ganze 159.889 Kohle. Das ist schon nicht gerade wenig. Für so geringe Arbeit, ne? Aber gut, wir werden wahrscheinlich nie wieder Geldprobleme haben. Das ist auch schon mal. Ist schon mal ganz nice. Allerdings haben wir noch eine Menge zu tun. Wir müssen auf jeden Fall noch bis zur Winterernte auf jeden Fall noch das schönste Gemüse haben. Ich glaube, wir haben ja die Rübe. Und wir haben ja noch hier ein paar Sachen. Wir müssen noch die Personen hier alle ein bisschen höher machen. Um auch eine Story voranzuschreiten. Und vor allem die Tiere. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den Tieren mache. Ich muss auf jeden Fall nochmal durch die Wälder öfter mal laufen. Aber wenn wir ein Problem weniger haben, und zwar das Geld, dann werden wir auch öfter mal durch die Wälder laufen können und mal Materialien farmen können. Genau, das mit dem Kuropoko müssen wir auch noch machen und das mit dem Stempel. Wir müssen noch mit Katzen, Bären, Hörnchen, Kaninchen und so ein Schiss anfreunden. Und was steht hier eigentlich noch an? Wir haben sonst weit alle Stempel, oder? Ich will noch mal ganz kurz gucken für das Ende des Partys. Nee, hier Einkaufsstempel, wir waren überall schon. Hausstempel, genau, wir müssen mal Einrichtungen noch herstellen, einfach nur mal aus. Einfach nur, um die Stempel zu erhalten. Und
Ach ja, ich habe es im Herbst wieder verpasst, ne? Genau, und Pferderennen habe ich auch verpasst. Beziehungsweise, nee, hatte ich ja nicht. Und Schatzsuche verpasst. Und Neujahrsfest, das kommt ja auch noch. Genau, Farmstempel, was müssen wir noch hier machen? Ein Kalb, genau, wir müssen noch Sachen ne? Ja. Okay. Und Abenteuer müssen wir. Fehlt auch noch irgendwas, ne? Genau, suche Kurupuko und lüfte das Geheimnis des großen Baumes. Wahrscheinlich, das ist die Story. Ja, aber gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo und kommentiert schon fleißig. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.